Ja, hallo zusammen, es geht weiter mit Assassin's Creed 4. Das müsste jetzt Folge 6 sein, wenn ich mich ganz stark täusche. Und schauen wir mal, was unser alter Freund hier so mit uns vorhat. Ne? Ja, hier. Oh nee, nicht pfeifen. Was ist das denn? Ah, ja. Kleine Probleme mit der Steuerung, aber das gehört vielleicht mal dazu. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Der Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Oh. Nicht den Kämpfer weggelassen, Wachen aus Anpischzone. Ach, ich und keine Kämpfe. Das ist ja für mich immer das Leichteste, ich und keine Kämpfe. So, schnapp ich mir doch dich mal. Schauen wir mal, was der so für mich hat. Alles klar. So, mal dich noch, ja. Also keine Kämpfe verwickeln, heißt ja nicht hier, ich darf nicht meinen Spaß haben. Dann geh doch mal. Gut, komm her. So. Dann machen wir es. Ah ja, gut, zwei noch eine. So, dich. Komm jetzt her. Komm schon. Noch ein Stück. Okay. Also, eine der optionalen Aufgaben schon mal erfüllt. Und jetzt noch die nächste. Schauen wir mal, wie ich hier durchkomme. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Weg. Jetzt muss ich mal warten, bis der da weg ist. Komm, jetzt geh schon. Hier ist nichts. Hier zu sehen. Genau. So. Ab ins Gebüsch. Man sieht mich auch nicht. Adelauge, was sagt man? Adelauge. Den Aufseher auch spüren. Welchen Aufseher denn überhaupt? Naja. Das nächste Gebüsch. Na. Hat er mich ganz kurz gesehen, aber natürlich wie ein Schatten. Okay. Pfeifen, wenn Sie sich in einem Versteck hinter einer Ecke oder in einer Anpischtunnel finden, können Sie E drücken, um pfeifen und so nahegelegene Gegner zu locken. Das schaffe ich doch. So, komm mal her. Ja, den Pfeifen mag er wohl nicht so ganz. Aber jetzt schnapp ich ihn ja. So, Schlüssel erbeuten. Das sollte jetzt nicht so wirklich schwierig sein. Und jetzt muss der Weise. Ach, da muss ich jetzt da hoch oder was? Bin ja gespannt, wenn ich mit meinen unglaublichen Skills hier. Schauen wir mal. Soll ich einen besseren Blick? Komme ich denn dahin? Oh oh. Ah, das war.
klar, dass ich da jetzt nicht so wirkt. Oh, der war fies. Okay, so. Die sind das normale erstmal hinüber. Dann gehe ich mal weiter in Richtung hier vorne. Ich will ja natürlich schon trotzdem. Oh, Scharfschützen. Oh. So, holen wir erstmal den daher, dass der mir ja nicht mehr auf den Gips geht. Ja. Der ist vielleicht taub. Also jemand so. Okay, der will halt echt gar nicht. Okay. Komm mal her. Dann schnapp ich mir jetzt mal wieder aus meinem Versteck heraus. Einzige Möglichkeit, die ich sehe. So, der schaut aus, ist aber keine Probleme mehr macht. Ach, Waffe auf ihn. Wollte nicht seine Waffe. Oh oh. Ah, also. So viel zum Thema, wo ist der Scharfschütze? Jetzt hat er mich zwar gesehen, aber ich weiß nicht wirklich, wo er ist. Ja, dann mal hier stehen. Schau mal, ob sie mich sehen. Ich hoffe mal nicht. Geh weiter. Genau. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich hier auf diesen Pfosten hochkomme. So. Körper tragen. Ich den Körper tragen. Muss man ja schauen, wie ich jetzt hin kann. Warte mal, ich muss davor. Oh, schönes Anwesen eigentlich. Aber das hatten wir ja schon mal. Okay. Das hat geklappt, auch wenn es nicht schön war. Aber er ist ja da, Gott sei Dank, sehr gelenkig, unser Titelheld. Das mache ich nur jetzt. Ich will ja eigentlich mal so ein bisschen mich hier Assassin's Creed-mäßig nach vorne bewegen und nicht jeden ausschalten. Weil es sind ja auch, die haben ja auch Gefühle, also das muss man ja auch mal ganz klar anerkennen. Das ist doch jetzt mal hier. Schaut jetzt mal ganz gut aus. Da kommt keiner mehr, da kann ich jetzt einfach durchlaufen. Oh. Das schaut auch nicht so gesund aus. Und hier schaut es nicht gar nicht gesund aus. Damit zu tun, so sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. So, was habe ich? Naja, nicht ganz verwickeln lassen. Alte Problem. Aber der Rest war doch ganz okay. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater,
Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet? Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Ja, Visionen hat er schon mal, der Gute. Also 1000 Dublonen hört sich nach einer netten Summe an, auch wenn ich jetzt eher Euros bevorzugen würde. La cena, cómetela rápido. Jemand eine Ahnung, was er wollte? Hast du Hunger? Ah, okay. Alter, ist das denn ernst? So wurde ich festgemacht? Das ist ja gar nicht lächerlich. So. Wachen hinter einer Ecke töten. Schau mal, wie geht's hier noch? Ich kann nicht treffen. Jetzt pfeife ich. Aber wie immer, beim Pfeifen ist es nicht so. Ah, endlich. So, nur eins. Komm schon. Schau nicht so. Ah, jetzt kommt er. Ja, langsam check ich die Steuerung auf. So. Ich halte doch eh. Oh ne. Ah, jetzt. 3 Kugeln. Schön. So. Der war, hat hier schon auch. So, jetzt noch. Also auf einmal pfeifen langt den wohl nicht so. Aber gut. Hauptsache es funktioniert. Und plündern. Irgendwie. Also Steuerung und ich, wir sind noch nicht so die besten Freunde. So. Wir stehlen eine Brig. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Ja, das ist doch ein Wort. Ich glaube, bald werde ich segeln. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Shooter. Na. Jetzt wird spannend. Aber langsam habe ich es raus. Mit dem Kontern muss ich gestehen. So. Ja. Da habe ich sie mal alle, sag ich mal, gezeigt, wo hier der Frosch die Locken hat. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dann verfolge ich dir in die Hölle, Mann. Ja, ist doch, also. Netter Haken. Oh. Wollte ich jetzt eigentlich so gar nicht. So, ab aufs nächste Schiff. Ja, so kann man sich natürlich auch eine Crew zusammensuchen. Wie komme ich da auf den Futter?
Ah, da. Glaube ich. Komm. Jo. Hoch geht's. So, jetzt komm schon. Zack. Schade, ich dachte sogar, die nimmt ihn mit. Die Kugel. So. Noch jemand? Oh, es war irgendwie ein bisschen ungalant. Wenn da so. Muss man nachladen. Das wieder hier mal. Schießeisen nutzen kann. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Meine Kuh füllt sich langsam. Oh. Schade, ich dachte natürlich, irgendwie könnte ich da drüber springen sogar. Und das Schiff schaut jetzt irgendwie wieder eine Nuance größer aus. Ist das schon eine Kugel, die da wartet? Ja, auch nicht schlecht. Oh ja, auf dem Schiff ist auf jeden Fall mehr los. Okay. Ja, dann tobe ich mich da jetzt mal aus da oben. Schwede, lass mich in Ruhe. Oh, da weg von der Bombe. Ein einziger Button-Push hier. Oh. Jetzt, die sind aber auch immer nervig. Ohne. Ja, immer. Endlich. Der war aber jetzt penetrant. Muss ich ihm lassen. So, die nächsten beiden. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Und jetzt ab zum letzten Schiff. Ja, also wenn das immer so der... Ja, der war cool. Kann ich da... Jo, nice! Also es ist schon echt so ein Äffchen, der Kleine. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dann da runter? Und so bestimmt nicht. Alles klar. Also, man springt nicht von einer sehr hohen Höhe auf ein Schiff runter, also wäre das immer mal probieren wollte, einfach nicht machen. So, jetzt machen wir hier das nächste Schiff. Dann immer den altmodischen Weg über den See oder über das Wasser vielmehr. Und befreien die letzten von meinen Kameraden. Oh ja, so, die waren dann schnell weg. Ja, da habe ich schon ein bisschen mehr Assassin-Style gelegt. Dich auch. Okay. So. Recht kurz und schmerzlos. Wo muss ich jetzt dann im Bauch? Des Schiffs. Da tun wir jetzt gar nicht lang rum. So.
So. Und weg mit dir. Okay, und zack. Und da haben wir die letzten. Wir gehen an Deck. Sag mal rein. So, das Deck erreichen. Ja, also, ich glaube, wir kommen dem Ziel immer näher, dass wir jetzt bald Schiffchen fahren. Die Folge muss ich leider dann hier schon beenden, aber damit haben wir viel Freude auf die nächste Folge und dementsprechend, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und wir dann wahrscheinlich Schiff fahren. Also, bis bald!